Jahre wieder Wintersport in Schwarzenbacher Wald betrieben. Die aktiven Wintersportler schlossen sich dem Frankenwaldverein an. Alpine Wettkämpfe, Skilanglauf, Leichtathletik und nach dem Bau der Döberer-Bergschanze 1952 auch Sprunglauf wurde von den Wintersportlern im Frankenwaldverein betrieben. Die Interessen im Frankenwaldverein, auf der einen Seite das Wandern, auf der anderen Seite Wintersport. Sind. Es ist auch später nicht so sehr wieder ausgebaut worden. Hier nochmal ein Bild von den Bayerischen Meisterschaften, die Rhön. Und da drüben kommt wieder das, was ich angesprochen habe: die Grasskimüder. Die Grasskimüder müssen ja mit, die müssen ja ihre jungen Leute betreuen. Und das ist Zeit und das ist Geld und das ist Mühe und das ist Arbeit. Übrigens, das will ich nicht vergessen, der Markus Schmidt hat, wenn ich dann nochmal zurückgehe, der hat. Hey, hey, hallo, Mary Lou. Schau mich an und sag mir bitte einmal all of you. Hey, hey, hallo, Mary Lou. Lach mir doch zu, so wie ein Sonnenschein, Baby. Los, schau ich, guck mal. So wie ein Sonnenschein, der Clara, der Junge. So wie ein Sonnenschein, Baby. Das ist übrigens ein früherer Arbeitskollege von mir, Edmund Burgsteiger, Ex-Stadtkamera. Hast du da jetzt ein Bild oder ein Film gedreht?